Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich mich ja an eine Disziplin gewagt, die ich überhaupt nicht beherrsche in der Küche. Es geht ums Backen. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir mal vielleicht fürs erste Mal was Einfaches aus und habe in unserem Wunderkesselforum ein tolles Rezept gefunden. Das nennt sich gigantische Milchbrötchen und ich bin mal gespannt, ob die auch bei mir gigantisch werden. Wie gesagt, nicht meine Disziplin, aber es ist ja hier unser Thermomix und damit sollte das problemlos machbar sein. Was wir brauchen für den Teig sind erstmal 250 Gramm Milch. Die gieße ich jetzt schon mal hier ein. 80 Gramm Butter, einen halben Hefewürfel, frische Hefe. Dann machen wir das Ganze 3 Minuten auf 37 Grad, Stufe 2, etwas warm. Das ist halt das Schöne, dass wir hier genau die Temperatur eingeben können. 37 Grad, passt perfekt. Dann warten wir mal 3 Minuten und dann kommt der nächste Schritt. So, 3 Minuten, 37 Grad, die Hefe fühlt sich angenehm wohl und erwärmt. Perfekt. Als nächstes machen wir 50 Gramm Zucker dazu, ein Ei und rühren das Ganze nochmal 5 Sekunden bei Stufe 4. Als nächstes machen wir unser Mehl dazu. Da nehmen wir 500 Gramm Weizenmehl, eine Prise Salz und, jetzt habe ich den Deckel zwar drauf gemacht, nehme ihn nochmal runter, 125 Gramm Rosinen. Die könnt ihr auch weglassen, wenn ihr keine Rosinen mögt. Ich mag Rosinen. Man kann mit Sicherheit auch irgendwie Schokostreusel oder Schokostückchen dazu machen, aber wie gesagt, ich mag Rosinen, also kommen in meine Milchbrötchen auch Rosinen rein. Jetzt wird das Ganze 3 Minuten in der Teigstufe geknetet. So, Teig ist fertig, sagt mir unser Kesselchen. Und das sieht auch schon gut aus. Ich mache den jetzt hier in die Schüssel. Wow, der klebt da richtig fest hier. Und dann lassen wir den eine Stunde gehen. Unser Hefeteig für die gigantischen Milchbrötchen ist jetzt eine Stunde gegangen und wir formen jetzt etwa 12 Milchbrötchen. Ich habe mir sagen lassen, dass das mit dem Hefeteig einfacher ist, wenn man sich die Hände etwas nass macht, dann klebt der nicht so an den Händen. Und dann fange ich mal an hier zu formen. Ich denke, das dürfte so eine ordentliche Größe sein. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, jetzt haben wir 9 von diesen Brötchen gemacht. Im Ursprungsrezept stand 12. Wahrscheinlich muss man die dann kleiner machen, aber ich habe es ein bisschen gern größer. Dann passt das auf jeden Fall. Da wird man auch satt. Morgens zum Frühstück von. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal 30 Minuten gehen. In der Zwischenzeit heizen wir den Backofen auf 200 Grad vor. Unsere gigantischen Milchbrötchen sind noch gigantisch weiter aufgegangen. Jetzt kommen die in den Backofen, der mir gerade signalisiert hat, dass er auf 200 Grad vorgeheizt ist. 20 bis 25 Minuten muss man halt mal reinschauen zwischendrin und dann sind die auch schon fertig. So, 22 Minuten sind unsere gigantischen Milchbrötchen jetzt im Ofen und meinem laienhaften Verständnis nach müssten die jetzt durch sein. Also die sehen gut aus. Wobei ich jetzt apropos gut aussehe, im Nachhinein noch gedacht habe, man hätte die vielleicht noch bestreichen können mit einem Ei, das man vorher mit etwas Milch verquirlt hat, einfach dass es ein bisschen mehr glänzt, aber fürs erste Mal muss ich sagen, ist es mir schon genug, wenn sie gut schmecken. Und das werden wir jetzt gleich ausprobieren, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind. So, unsere Milchbrötchen sind jetzt einigermaßen abgekühlt und sind auch durch und ich muss die jetzt auf jeden Fall probieren und zwar werde ich die mit unserer selbstgemachten Toffitella ausprobieren.
Da haben wir auch ein schönes Rezept hier in unserem YouTube-Kanal. Solltet ihr auf jeden Fall suchen, denn ich glaube, das passt absolut perfekt zusammen. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt geworden ist. Mmh. Ja, passt wirklich gut. Klasse. Also, ich bin ganz ehrlich, Backen ist nicht so meine Disziplin. Das habe ich ja schon gesagt und fürs erste Mal bin ich eigentlich auch mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Der Thermomix nimmt dann natürlich jede Menge Arbeit ab und das war ja jetzt auch ein relativ einfaches Rezept. Ich glaube, ich werde mich dann in den nächsten Wochen mal ein bisschen hocharbeiten, mal gucken, vielleicht machen wir auch was Komplizierteres. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was ich noch backen könnte, was kann man hier noch machen, was ist nicht zu kompliziert und hat trotzdem so ein wunderbares Ergebnis wie hier unsere gigantischen Milchbrötchen. Schreibt mir das doch einfach in die Kommentare, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das ausprobiert habt, gerne liken und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann gibt es immer tolle Tipps und Tricks und ich spreche mit vollem Mund, deswegen höre ich jetzt auf zu sprechen und esse weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.